Ah, Bossfight? Bis jetzt noch nicht, aber wir haben... Oh, besiege den Troll. Doch, Bossfight. Mach nicht alles kaputt! Oh Mann, ist der hässlich! Ach ja, spielen ja auch noch. Ja, weil der Troll ja auch nicht ausreicht. Jo, wir treffen nicht mal so eine Scheiße, ey. Wir müssen natürlich auch noch ein paar Spinnen kommen. Logisch. Hätten wir uns hier mal jetzt die ganzen Drecks alte Magie aufbewahrt für. Oh, nicht gut. Oh my goodness. Ey, wir müssen die Spinnen irgendwie wegkriegen. Boah, der ist auch stärker als wir, der Troll. Das ist nicht so gut. Wir dürfen die nicht im Rücken haben. Ich sag's immer wieder. Keine Gegner im Rücken haben. Ich weiß halt nicht, wo der Troll ist. Ja. Der haut alles kaputt. Boah, wir müssen erstmal die Spinnen wegkriegen. Okay, Sebastian hat sich um die eine Spinne gekümmert. Das ist gut. Wenn nicht unendlich Spinnen nachspawnen, ehe wir den Troll platt haben. Das könnte halt theoretisch auch sein. Oh, das wäre schlecht. Oh, das wäre schlecht. Aber kriegen wir hin. Wow, das hätten wir blocken können. So eine Scheiße. Ey, ey. Scheiße, nicht gut, ey. Das ist zu eng und zu viele Gegner. Eins, zwei. Als ob. Aber wir haben auch keinen Schaden bekommen. Hä, anscheinend haben wir nicht gut... Anscheinend haben wir nicht gut geblockt, aber... Aber einfach keinen Schaden bekommen. Aber geblockt haben wir trotzdem irgendwie, komischerweise nicht. Zu eng, hä? Ja, zu eng ist nicht immer gut. In manchen gewissen Sachen so. Aber jetzt gerade in diesem Fall nicht. Aber ist zu eng, aber auch nicht. Eng ja, aber nicht zu eng. Oder was? Ey, hallo, geh weg! Boah, kommt der angesprintet. Alter. Was ist denn mit diesen Spinnen los? Spawnen die immer wieder nach? Ich glaube fast ja. Ja. Ich hab die Spinne. Ich dreh durch. Komm, jetzt ist vorbei. Wir setzen einmal alte Magie ein. Und nochmal alte Magie. Meine Güte. Der nimmt aber auch wenig Schaden. Wenn der sich wenigstens, der Sebastian sich wenigstens zuverlässig um diese Spinnen kümmern würde, ne? Oh, so weit wollte ich gar nicht weg. Egal. Alter, wir müssen immer in Bewegung bleiben. Hoi, hoi, hoi. Immer in Bewegung bleiben. Alter! Nein! Hallo! Alter! Was passieren hier für Sachen? Wir haben jetzt gerade mal zur Hälfte. Wie lange das dauert. Das war zu früh! Okay, wir müssen ihn wieder verfluchen. War zu spät. Okay, nochmal alte Magie. Das reicht noch nicht. Mann, manchmal macht sie diesen zweifachen Scheiß. Jetzt aber gerade nicht. Ja, es spawnen halt einfach immer Spinnen wieder nach, bis der tot ist, ne? Das bringt doch alles nichts. Was auch immer.
Moment mal, warum setze ich eigentlich nicht Imperio ein? Oh my goodness. Oh my goodness, habe ich ja total vergessen. Warum setze ich nicht Imperio ein? So haben wir doch erstmal richtig gut unsere Ruhe und können ihm erstmal ein bisschen Schaden geben. Und es sind alle Spinnen weg. Okay, er kommt wieder zu sich. Ja. Uiuiui. Nichts bringt Freunde zusammen wie ein wütender Troll. Puh, wie aufregend. Gitti, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Freue mich, dich zu lesen. Wie geht's dir? Prevelio. Puh, jetzt müssen wir Reparo einsetzen. Reparo. Das, was der Troll zerstört hat, müssen wir wieder... Harte Arbeit. Ganz gut, bin schon seit dem Bruder. Ich weiß, ich habe dich ja auch begrüßt. Aber da kam bis jetzt nichts zurück. Ich weiß, dass du da bist. Ja, gut verstecken. Ja, vielleicht wären wir dadurch auch Geist und wir können durch Sachen durchgehen. Revelio. Mit Spielen beschäftigt? Was spielst du denn Schönes? Confringo! Cool. Revelio. Ach, Minecraft. Minecraft. Badam, badam, bam. Was leuchtet denn hier auf? Eine Flasche. Und noch eine Flasche. Eine Flasche. Okay. Gut, wir gehen hoch. Reicht das denn schon? Ja, das reicht schon. Wir haben aber bis jetzt noch keine weitere Tagebuchseite gefunden, irgendwie, merkwürdigerweise, oder? Komisch. Ja, jetzt kommen wir wieder ein paar Powertränke dazu. Revelio. Irgendwo eine weitere Tagebuchseite hier, maybe? Wir sollten weitere finden, hat er gesagt. Wir erreichen den Vorsprung nicht, egal hier, wie hoch wir springen. Junge. Ja, Junge. Also ich gebe gar keine Antwort darauf. Es war eine solche Freude, meinen Vater nach all diesen Jahren zu helfen, seine Stimme wiederzuhören. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie sehr ich sie vermisst hatte. Ich musste gestehen, dass mich die Reaktion der Hüter überrascht hat. Ich hätte damit rechnen müssen. Wie können sie tatenlos dastehen und nichts tun, wenn doch so viel Gutes in ihrer Macht liegt? Wie kann Professor Rackham sich anmaßen, mir vorzuschreiben, was ich zu tun und zu lassen habe? Sie alle sind so unverfroren, über mein Werk zu urteilen, ohne wirklich begriffen zu haben. Quatsche mir nicht dazwischen. Was ich da geschaffen habe. Ich habe jedoch noch eine Hoffnung. Die Schulleiterin scheint begriffen zu haben, was ich tue. Wenn die Zeit reif ist, will ich zu ihr gehen. Vielleicht ist sie fähig und gewillt, mir zu helfen. Bis ich jedoch sicher bin, muss ich meine Arbeit allein fortführen, wenigstens für den Moment. Aber ich werde jemanden finden, der mir hilft. Ich werde jemanden finden, der die Gabe, die mir gewährt wurde, ebenso versteht wie meine Pflicht, sie anzuwenden. Für den Augenblick will ich sicher verwahren, was ich gelernt habe. Eines Tages werde ich es mit anderen, die wie ich sind, teilen können. Mhm. Hast du was gefunden? Ja. Ein Tagebucheintrag. Isadora war hier. Bum, bum, bum. Reicht das schon? Oder müssen wir jetzt wieder so... Ne, reicht. Perfekt. Weiter geht's. 5 von 7, das heißt 2 fehlen noch. Was haben wir jetzt hier? Oh, wieder mehr Powertränke. Das heißt, wartet noch ein Troll auf uns oder Kobolde oder wer auch immer? Vermutlich. Vermutlich... Ganz schön, was für Atem, aber dieser Anblick, was wert. Dieser Anblick? Welcher, was für ein Anblick? Guck mal da, neue Runen, wieder Runen. Ah, komm mal da rüber. Yeah. Ach du Scheiße, oh mein Goodness. Uff. Nein, jetzt sind wir, ach du Scheiße, jetzt sind wir wieder hier.
Okay. Als ob. Was habe ich getan? Vingadium Leviosa. Das ist der Weg von vorhin. Wir müssen hier hoch und dann darf ich nicht wieder runterspringen. Okay. Ich muss noch einmal ganz kurz meine Wäsche reinholen. Ich habe ein bisschen Angst. So. Suche nach dem Triptychon-Fragment. Ja, wonach sollen wir jetzt suchen? Ich dachte, wir sollen nach Tagebucheinträgen suchen. Okay. Hallo. Erstmal, wir können den aktivieren, aber es wird nicht die einzige Rune sein, ne? Revelio. Noch eine Barriere. Wir können sie bestimmt durchbrechen. Ja, natürlich können wir das. Aber wofür ist jetzt hier eine Rune da? Okay, 6 von 7. Ich fühle, wie meine Fähigkeiten von Tag zu Tag wachsen. Nie habe ich ein stärkeres Gefühl von Sinnhaftigkeit verspürt. Ich weiß, dass ich dazu bestimmt bin, das zu tun, was ich gerade tue. Die Zahl der Seelen, deren Leid ich lindern konnte, nimmt täglich zu. So viel Schmerz. Ich habe auch erkannt, dass diese Magie selbst in gewisser Weise bestätigt, dass ich das Richtige tue. Jedes Mal, wenn ich auch nur einen Hauch von diesem Nebel einatme, spüre ich, wie ich mächtiger werde. Es ist, als würde ich für meinen Mut belohnt oder dafür, dass ich diese Magie für den Zweck verwende, für den sie bestimmt ist. Ich fürchte jedoch, dass ich einen Weg finden muss, zu lagern, was ich in diesem Moment nicht nutzen kann. Ich verstehe seine Macht noch nicht vollkommen und will nichts dem Zufall überlassen. Ich habe eine Idee, sie ist nicht ohne Risiko, aber ich glaube, dieses Risiko ist es wert. Gute Nachricht? Es klingt eher beunruhigend. Ja. Vor allem, was für ein Risiko. Kostring! Hätte es selbst fast nicht besser gekonnt. Ach Junge, halt dein Maul. Rebellion. Ich will da... Achso, wir machen uns den Kostring. Weg jetzt erstmal fertig für... Dass wir gleich oben die Runen betätigen können, ne? Ich glaube, mit der Rune... Hallo, Philu. Ich glaube, mit der Rune kommt es... gleich irgendwie nochmal drauf an. Was anzustellen. Das war, da können wir aber rüber jumpen, hoffe ich zumindest. Dieser Ort kann doch nicht nur Isadora gehört haben. Sebastian? Wir haben Sebastian schon wieder verloren. Ich raste aus. Öffne die Ruhentür, ja, easy. Das kriegen. Ah, da, Sebastian, da bist du ja. Ich habe mich schon wieder Sorgen gemacht. Um meinen kleinen Slytherin. Sorgen gemacht um meinen kleinen Slytherin. Wer kennt's nicht? Noch eine Rune. Eigentlich ja. Müsste ich jetzt schon. Eins, zwei, wo ist die dritte? Ach da. Ja. Kriegen wir alle schnell genug hin, oder? Eins. Zwei? Drei? War das gut? Nee. Ah, Tür. Ich habe noch nicht so ganz verstanden, warum... Die müssen doch... Müssen die nicht alle drei gleichzeitig aktiv sein? Ich weiß ja nicht. Okay, untersuchen wir die Kammer. Ein weiterer von Isidora geschaffener Bereich? Sieht fast so aus. Isidora muss hier mit alter Magie geübt haben. Oder mit dunkler Magie. Wo ist die vierte Fackel? Oh, jetzt bin ich aber traurig. Jetzt bin ich aber unbefriedigt. Es sind nur drei Fackeln. Oh mein Gott, wir haben nur drei Fackeln angemacht. Oh mein Gott, wir müssen eine wieder ausmachen. So, jetzt fühle ich mich befriedigt. Es dürfen keine drei Fackeln an sein. Wenn dann zwei oder vier.
Wie konnte ich mich nur so täuschen? Die Schulleiterin weigert sich, mir zu helfen. Ich habe versucht, es ihr zu erklären, aber sie ist ebenso wie die anderen blind für die Möglichkeiten, die sich in den verbergen, was ich tue. Ich habe nun erkannt, dass ich mich nur auf mich selbst verlassen kann. Aber heute bin ich eine mächtigere Hexe als je zuvor und das habe ich der Arbeit, die ich getan habe, zu verdanken. Ich werde nicht zulassen, dass das Potenzial meiner Magie ungenutzt bleibt, wie die Hüter es verlangen. Ich gebe zu, dass ich manchmal zweifle, ob ich je in meinem Leben jemanden finden werde, mit dem ich dieses große Werk teilen kann. Falls nicht, werde ich Trost in der Tatsache suchen, dass ich ihnen einen Pfad geebnet habe, dem sie nach mir folgen können. Einen Pfad, von dem sie lernen können. Vielleicht gelingt es ihnen, zu vollbringen, was ich nicht kann, die ganze Welt heilen. Die ganze Welt heilen. In deiner Auffassung. Die Erinnerungen, die ich sah, zeigten, dass die Hüter und Isidore bezüglich der Nutzung alter Magie nicht einer Meinung waren. Könntest du nur ihre Erinnerungen sehen? Ich schätze mal, das können wir bald. Aber Moment mal eben. Wir können noch mal kurz schauen. Wo müssen wir denn jetzt lang? Hier haben wir noch... Das letzte Stück für das Triptychon. Okay. Wir haben es geschafft. Hätte Isidora all das nur offenbaren können. Die Erinnerungen, die ich sah, zeigten, dass die Hüter und Isidora bezüglich der Nutzung alter Magie nicht einer Meinung waren. Aber ich verstehe nicht, warum sie sich so viel Mühe gegeben hat, ihre Geschichte ohne deren Wissen zu erzählen. Könntest du nur ihre Erinnerungen sehen? Das wünschte ich auch. Wenn wir das Triptychon vollenden, sehen wir vielleicht mehr. Okay. Jetzt kommen wir also in den magischen Gang. Ich hatte gerade schon jetzt irgendwie ein bisschen die Befürchtung, dass das wieder ein Secret oder so ein Bonusraum gewesen wäre, den wir jetzt nicht mehr mitnehmen können. Aber, nö, wir müssen da sogar lang. So, Sebastian, bist du bereit? Ich glaube, wir haben soweit alles, ne? Passt schon. Wer uns das Triptychon auf diese Reise geschickt hat? Babam. Au, genau, das letzte Teil. Dann ist das hier ist vollständig. Bist du da? Nicht auf die Folter. Ja, spann du mich nicht auf die Folter. Beeil dich! Noch ein Denkarium. Danach haben wir gesucht. Ich frag mich. Was ist denn? Finden wir es raus. Meinen Bruder kann ich nicht zurückbringen. Aber dir kann ich Frieden geben. Ich weiß ja nicht. Hier, setzen Sie sich. Isidora! Wir würden zu gern alle erfahren. Es geht los. Ich muss Ihnen etwas zeigen. Vater, das sind meine Kollegen von Hogwarts. Vater spricht nicht mehr seit dem Tod meines Bruders. Auf meinen Reisen konnte ich meine Vermutungen bestätigen. Es liegt in unserer Kraft, Schmerzen zu nehmen. Isidora. Was haben Sie getan? Ich habe ihn befreit. Die ist doch krank.
Danke. Hat's geklappt? Ja, das hat es. Wie zu erwarten, bei Koboldsilber. Ich brauche etwas Größeres. Na gut. Es wäre hilfreich zu wissen, was darin aufbewahrt werden soll. Magie. Von meinem Zauber, um Menschen den Schmerz zu nehmen. Doch richtig angewandt, kann ihre Macht noch so viel mehr Gutes tun. Gutes tun? Wieso willst du so eine Magie wegsperren? Ich muss sie nur sicher verwahren, bis ich meine Kollegen von ihrem Nutzen überzeugen kann. Solcher Macht misstrauen manche. Nicht jeder ist bereit, solche Macht zu nutzen. Vielleicht. Aber jemand muss es sein. Bist du verrückt? Verrückt, die Alte! Sie hat den Schmerz genommen. Ich wusste es. Ich wusste, es gibt einen Weg, Anne zu helfen. Hier stimmt was nicht, Sebastian. Was meinst du? Du hast gesehen, was sie getan hat. Nein, nicht die Erinnerung. Das Porträt. Ich denke, Isadora ist nicht erschienen, weil sie es nicht kann. Verstehe ich nicht. Was? Wir haben das schon mal gesehen. Das verlassene Haus in Feldcroft, das zerstörte Bild, das war sie. Also hat irgendjemand eine verzauberte Leinwand zerstört. Doch, wir haben die Erinnerung. Ja, ja, du hast recht. Wir haben gesehen, was sie wollte, wozu sie fähig ist, wozu du fähig bist. Ich weiß nicht, wie Isadora das gemacht hat. Dann lernst du es. Die Hüter bringen es dir bei. Das würden sie bestimmt nicht tun. Die Hüter glauben, dass das Beseitigen der Fähigkeit, Schmerz zu fühlen, eine sehr komplizierte, unvorhersehbare Form der Magie ist. Eine, die nur sehr